Hallo, hier ist der Juiced. Heute eine VA für ein Underdog Knives. Und zwar geht's um die Fun 5 for 5 Challenge. Ja, ich wurde erwischt. Er hat mich ausgewählt und hier ist mein Video. Ja, es sind 5 Fragen. Ich denke mal, der eine oder andere hat davon schon was mitgekriegt. Ich habe so langsam den Überblick verloren. So viele Videos gab es davon schon. Heute kommt meins. Fangen wir mit der ersten Frage an. Lieblingsspielzeug in der Kindheit? Ja, ich habe leider hiervon jetzt keine Figur mehr. Ich gehe mal davon aus, dass meine Mutter bestimmt noch Figuren hat. Weil unser Kurzer, immer wenn wir mal da sind, der nimmt immer mal was mit. Also sie hat noch ganz viel Spielzeug von mir. Ja, irgendwann als kleines Kind, das weiß ich noch, da habe ich den He-Man ausgepackt. Unterm Weihnachtsbaum war er. Ja, und dann ging das ganz schnell. Da hatte ich irgendwie alle, das weiß ich. Und ich denke mal, die sind auch noch alle vorhanden. War immer richtig cool. Dieser Film ist mittlerweile eine DVD. Lohnt sich immer zu gucken. Ich fand ihn immer so geil, den Skeletor. Ja, absolute Böse. Das ist wirklich, also wer den noch nicht kennt, man muss natürlich beachten, dass er schon ein bisschen älter ist, dieser Film. Sollte sich den mal angucken. Er macht seine Rolle gut. Frank Langella als Skeletor. Es gibt keinen besseren. Das ist so wie The Dark Knight, der Joker. Da gibt es auch keinen besseren. Das geht nicht. Wir haben ja jetzt überlegt, ob sie hier von zweiten Teil machen, jetzt, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ohne Frank Langella als Skeletor. Also, ich denke mal, das können sie sich knicken. Der Film ist richtig geil. Die Figuren weiß ich noch. Ich hatte sie, glaube ich, sogar alle. Und ja, so, aber damit ich euch wenigstens noch ein bisschen was zeigen kann, weil ich hatte nämlich diese He-Man-Figuren und ich hatte natürlich noch was anderes. Es war nicht Lego. Lego fand ich immer zu klein. Das habe ich nicht, das mochte ich nicht. Aber ich habe lieber mit Playmobil-Männchen gespielt. Ich habe hier noch ein paar gefunden. Ach, was heißt gefunden? Mein Kurzer hat die jetzt alle. Die sind trotzdem noch alle von mir. Zumindest habe ich jetzt meine alten rausgesucht. Die von heute, die sehen ja richtig spektakulär aus. Ich habe die damals auch immer mal angemalt. Also man konnte da ja alles mitspielen. Ne? Das war richtig cool. Playmobil war immer so mein Ding. Tuk, tuk, tuk. Ja. Das mochte ich. Da habe ich sogar, das weiß ich noch, habe ich ihn hier den Film immer nachgespielt. Ja. Oder die Serie. Es gab ja auch die Zeichentrickserie. Das weiß ich noch. Ich mag. Es mag sogar sein, dass das hier sogar. Er hatte gelbe Haare drauf. Dass das immer mein He-Man war. Also, da war ich richtig von begeistert. Lego war nie was für mich. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das war mir wahrscheinlich alles so popelig, so klein. Ja, das war die erste Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage. Lieblingsspielzeug im Erwachsenenalter? Was könnte das wohl sein? Es ist hier drin. Zack, zack, zack. Gucken wir mal rein. Was haben wir da? Es sind natürlich
Messer. Und vor allen Dingen am liebsten natürlich Messer, mit dem man auch spielen kann. Zack. Zack. Das Tor. Zum Beispiel. Ich habe ja nicht die ganzen Messer wegen meinem Kanal, wegen meinem Videokanal. Ich habe ja eigentlich den Videokanal wegen meinen Messern. Und ja, das ist so mein Lieblingsspielzeug. Also hier ist kein Spiel, nix, ne? Nicht, dass ihr denkt, oh, das geht, läuft so gut, da muss Spiel sein. Klinge ist mittig. Das Tor. Das Griffin. Und natürlich vom Joker, passend in der Farbe, das Joker-Messer. Zack. Warum denn so ernst? Ja, ich muss jetzt nicht alle meine Messer jetzt holen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Mein Lieblingsspielzeug im Erwachsenenalter ist ein Messer, hauptsächlich. Gut, klar gibt es dann das Airsoft und so, aber hauptsächlich geht es mir um Messer. Das alles andere ist zweitrangig. So, Frage 3. Packst du dein Spielzeug aus? Ich denke nicht, dass ich so dieser Sammler bin, der seine Sachen, ja, eingepackt lässt. Nein, das macht für mich keinen Sinn. Natürlich macht es für viele Sinn, die dann irgendwann das, die Sachen verkaufen wollen. Vielleicht verkaufen sie es auch nie. Wer weiß. So, das war Frage Nummer 3. Frage Nummer 4. Welcher Superheld wärst du gern? Ja, Superheld. Ich sag mal so. Ich denke mal, man meint nicht den He-Man. ich denke wirklich, so ein Leben als Batman würde ich ganz cool finden. Tagsüber ist man Millionär. Kann sich jedes Messer kaufen, was man will. Abends kannst du es benutzen. Also ich persönlich denke mal, dass so ein Batman-Anzug mir auch ganz gut stehen würde. Und darum, ja, man hat viele Spielzeuge am Gürtel. Warum nicht? Ich finde den ganz cool. Weil Spider-Man oder so, dass mir da irgendwas aus dem Arm kommt. Oder Superman. Superman ist auch nicht schlecht, aber da gibt es ja immer dieses Kryptonit. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen sieht der blöd aus mit Brille. Ich denke mal, Batman wär's. Ja, das war kurz und schmerzlos. Das war Frage Nummer 4. Und jetzt kommt Frage Nummer 5. Ich glaube, ich mache mal einmal ein bisschen. Ich mache mal so. Welche ist deine Lieblingskonsole? Gleich vorneweg, ich habe keine PlayStation 4, aber ich habe eine PlayStation 3. Aber ich gebe auch zu, dass ich 2017 eigentlich noch gar nicht gespielt habe. Keine Ahnung warum. Vielleicht irgendwie im Moment nicht so die Lust. Das sind so die Hauptspiele. Warum ich überhaupt Konsole spiele. Großartig andere Sachen. Ich spiele nochmal Mortal Kombat oder so. Aber das sind so keine Spiele auf lange Sicht, finde ich. Da hast du stundenlang zu tun. Ob Call of Duty jetzt oder Battlefield.
ist mir eigentlich egal. Ich finde sie beide ganz cool. Was ich sagen muss, leider Call of Duty jetzt ein bisschen nachgelassen in den letzten Spielen. Dieses ganze Rumgehüpfe. Aber ja, Ghost fand ich ein bisschen komisch. Aber sonst die anderen fand ich alle gut. Also, meine Lieblingskonsole ist die PlayStation 3. So, jetzt soll ich ja noch jemanden taggen. Werde ich aber nicht tun. Zumindest nicht offiziell. Weil ganz ehrlich, das ist kein Witz. Ich habe wirklich komplett den Überblick verloren, wer überhaupt hierbei mitgemacht hat. Und ja, ich tagge jetzt einfach alle, die dieses Video sehen und sich denken, oh yo, da habe ich noch gar nicht mitgemacht. Oh. So, dann seid ihr getaggt. Das bedeutet, ihr müsst auch sowas machen. Ja, zumindest wäre es cool, wenn ihr es macht. Muss ja nicht. Das war's von meiner Seite aus. Die ganzen Dinger hier so einfach mal hier so hingeworfen. Nein, ich nehme das mal aus dem Bild. Ich würde sagen, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.